Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Base. Ich grüße euch dazu. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt, denn wir spielen nochmal ein kleines Ründchen Planet Base. Und zwar neue Kolonie, neues Glück. Wir spielen jetzt eine herausfordernde Welt. Und da werden wir einfach irgendwo reinstarten. Ist eigentlich ziemlich Banane wo. Und ergründen diesen neuen Planeten, der eigentlich gar nicht neu ist. Den haben wir schon mal gespielt. Ist ein bisschen her, in der letzten Staffel war das. Es macht aber nichts. Es ist echt voll okay. Schaut auch gut aus hier so, wenn ich jetzt sehe. Wir haben viel Platz hier, auch ein bisschen bergig das Ganze. Da können wir schön Minen aufbauen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie wir das genau machen. Danach kommt da auf jeden Fall direkt die Sturmwelt. Also sehr herausfordernd für uns. Lebensmüde fast schon. Das heißt, wir werden jetzt erstmal so durchstarten und gucken, dass wir das so halbwegs hinbekommen. Also jetzt mal ganz kurz Stopp. Einmal umdrehen. Hier ist Platz. Hier hinten ist wenig Platz. Hier wieder ein bisschen was. Hier kommen wir auch noch raus. Alles klar. Also wir sind nicht eingebaut, sondern wir haben recht viel Platz eigentlich. Ich möchte ganz gerne hierher gehen. Mehr linkslastig. Alle Geschichten bauen, die uns so interessieren. Wir brauchen einen Sauerstofftank. Wir brauchen unbedingt als möglichst schnellstens eine mittlere Batterie. Obwohl, eine große wäre besser, aber wir bauen erstmal eine mittlere. So. Okay. Wir brauchen unbedingt... Sauerstoff haben wir. Wir brauchen unbedingt Solar. Klar. Reicht mir auch erstmal ein mittleres. Hauptsache, wir kriegen erstmal Saft auf die Pumpen. Und wir brauchen einen Wasserextraktor. Auch hier in dem Fall wieder Mittel. So. Das sind so die ersten Anfänge unserer Kolonie. Der Rest kommt später, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir möglichst schnell Energie wegspeichern können. Der Rest ist danach erstmal wichtig, aber Hauptsache die Leute kommen über die erste Nacht rüber. Und ihr seht schon, die Nacht beginnt nämlich auch bald. Das heißt, wir müssen sehr schnell sehr viel Energie hier wegspeichern. Und wir müssen dann relativ bald in den Notstrom übergehen, damit unsere Sauerstoffproduktion am Leben bleibt. So, jetzt kommt erste Energie rein. Unser Speicher füllt sich langsam. Ich gehe direkt in den Notstrom rein, damit unsere Leute auch hier drin Sauerstoff tanken können und nicht verhungern oder verdursten. Das wäre nämlich saudoof. So, essen kann man auch bei uns. Und zwar hier. Und, essen haben wir. Schlafen. Auch. So, das sind erstmal so die wichtigen beiden Gebäude. Dann als nächstes kommt noch ein Biodom hierher. Kann ein größerer sein. Und wir brauchen unbedingt noch eine Aufbereitungsanlage. Möglichst nah hier oben hin. Da ist jetzt gerade kein Platz mehr, ne? Da könnte man es noch eine herbauen, das ist okay. So. Wie viel Strom haben wir da drin? Ich hoffe, es reicht overnight. Wind wäre auch nochmal nicht schlecht als kleiner Zwischenempfänger hier. So, einmal das hier und dann das. Und Wasser vor allen Dingen. Jetzt haben wir gerade keine Möglichkeit hier gerade auch über irgendwas hinzubekommen. So, pass auf, wir machen hier mal Folgendes. Eine Tomate, ein Salat. Stärkehaltige Erbsen, Kartoffeln. Einmal Pilze, Rettich, noch mehr Salat. Das reicht mir erstmal. Eine Heilkräuterpflanze packen wir hier auch noch mit rein und dann ist das in Ordnung. Schlafplätze bauen wir auch auf. So, reicht mir jetzt erstmal so vom Grundsatz her. Wir haben Hunger, das ist klar. Zum Glück gibt es hier Mahlzeiten, ich hoffe, das passt dann auch. Hier essen die Leute. Bisschen trinken. Ist jetzt auch fertig. Kann getrunken werden. Und die Leute nehmen das dankend an. Die nehmen das so gerne einfach an. Okay. Wir müssen das Überleben irgendwie hinbekommen. So, hier oben, ganz wichtig, Produktionseinrichtungen. Damit wir hier weiterkommen. Und als nächstes brauchen wir natürlich unsere Mine. Wer kennt sie nicht? Unsere Mine der Liebe. Ganz nah dran. Nicht weit. Ganz, ganz nah. Und wir brauchen als noch nächstes eine kleine Windturbine, die uns über Nacht ein bisschen Saft bringt. So, das ist unsere Kolonie. So soll sie stehen und gedeihen. Aber natürlich mit Zubehör. Der fehlt uns noch ein bisschen.
Sollte passen. Das schaut gut aus. Das schaut auch gut aus. Wir haben immer noch Notstrom, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt gucken wir mal. Saft ist gerade drauf. Lass uns das mal dann in aller Ruhe gucken. Momentan 17 von 17. Das Netz ist eigentlich ziemlich überlastet. Aber jetzt gucken wir mal. Hier die ersten schlafen schon. Das ist sehr gut. Ich werde versuchen, so lang wie irgend möglich hier zu halten. So, jetzt ist da Strom drauf. Das ist aber, wie gesagt, alles nur ganz, ganz knapp gekauft. Bei 1000 muss ich irgendwas machen. Ich weiß, die Leute wollen nur schlafen. Es geht eigentlich... Ich muss alle jetzt aus dem Betten holen, damit unser Sauerstoff nicht ausgeht. Auch wenn das gerade echt doof ist. Aber solange wie das hier hinten noch nicht steht, die Turbine der Liebe, können wir nichts machen. Die braucht ein bisschen was. Jetzt können wir den Saft eigentlich wieder andrehen. Gucken wir mal schnell. 300. Es entleert sich ganz schnell. Muss nochmal kurz ausdrehen. Gucken wir mal, 25 produzieren wir gerade. 26 verbrauchen wir. Das reicht mir jetzt halbwegs. Der Strom ist theoretisch da. Und ich hoffe, dass wir demnächst Essen bekommen. Schaut gut aus. So, die Turbine läuft und bringt uns Energie nochmal zusätzlich. Jetzt produzieren wir auch mal ein Plus, das hoffentlich auch über Nacht hält. So, hier werden die letzten Essensvorräte werden sich hier noch genommen. Aber der Kumpel hat gecheckt, dass das hier wichtig ist. Erbsen, einmal Stärke immerhin. Wir sind ein bisschen wenig stärkelastig. Hier ein bisschen auch noch bei den Kartoffeln noch ein bisschen Stärke drauf. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wir bräuchten nochmal sehr stärkehaltig. Langsames Wachstum. Das ist mir eigentlich gerade ganz recht. So, lassen wir das mal so produzieren. Wir haben momentan eh noch nichts. Das tut mir aber auch nicht weh. Wir müssen das jetzt erstmal so durchlaufen lassen. Durchhalten vielleicht sogar auch. Viel ist nicht mehr da. Was wir machen könnten, wäre jetzt ein Landepad zu konstruieren. Kleines. Um neue Kolonisten ranzubekommen, die uns dann wieder beim Aufbau helfen. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfallen würde. Momentan können wir überleben. Das ist okay. Aber es ist schwierig und vor allen Dingen hier ist es schwierig. Und wir brauchen einfach noch mehr Arbeitskräfte. Landeplatz wurde gebaut. Wir produzieren nachts jetzt auch gut Energie. Mehr als wir verbrauchen. Das ist sehr schön. Das haben wir auch selten so. Essen kommt gerade rein. Puh. Gerade ein bisschen Angst gekriegt, meine Freunde. Und wir produzieren hier Grundlagenmahlzeiten. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut und schmecken tut das eigentlich auch nicht. Aber es ist zumindest ein Anfang. So, jetzt lassen wir einen Landeplatz. Wir kriegen Händler und Kolonisten. Händler schalten wir mal aus, die verstopfen uns hier alles nur. Das, wie es da ist, das behalten wir. Und hier hinten wird auch mittlerweile schon ein bisschen was gebaut. Das ist cool, das ist gut. Gucken wir mal, sehr schlecht ist unser aktueller Gemütsstatus. Die Leute haben Hunger, sie sind schlecht gelaunt. Das können wir vielleicht verbessern, indem wir noch einen kleinen Display-Monitor hier hinbauen. Damit wenigstens so die ersten News hier sich geholt werden kann. Auch wenn wir momentan extrem wenig Stärke und vor allem auch wenig Nahrung haben. Wobei, es wird besser. Es wird besser. Hier kommt ein bisschen Stärke auch gerade an. Wird auch gleich geholt. Also, die ersten Produktionen, die laufen bereits. Und die erste Nahrung kommt mittlerweile auch. Unsere Biologen arbeiten gerade hart am Limit, meine Freunde. Das ist schon eine wirklich harte Nummer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... wie soll ich das sagen? Das ist auch ein bisschen generell schwierig für unsere Leute. Hier den Job gut zu machen.
Aber es funktioniert. Zumindest ein bisschen. Wir kommen hier langsam hin. Jetzt muss ich ein falsches Menü. Schlecht zumindest. Okay. Zumindest schlecht kann man sich auch drüber freuen im Augenblick. Und das Wachstum hier ist in Ordnung. Ich meine, es fehlt natürlich noch überall. Und es ist auch ein extrem geringer Wartungserfolg hier zu sehen. Aber ist okay. Man kann sich ausruhen in der Kolonie. Man kommt langsam wieder zur Ruhe. Es ist wieder so ein bisschen eine Möglichkeit, hier auch Freude aufzutanken, ja. Die Leute gucken hier zum Beispiel Nachrichten. Das haben sie jetzt auch schon länger nicht gehabt. Und das steigert hoffentlich unseren Koloniewert, unser Wohlergehen ein bisschen. Aber wir müssen mehr Energie wegspeichern. Das ist ein großes, großes Problem aktuell in unserer Kolonie. Der Energiezustand, die Energiezufriedenheit ist extrem niedrig. Und da müssen wir vielleicht gucken, dass wir das irgendwie besser hinbekommen. So. Das müssen wir irgendwie besser hinbekommen. Schon, gefällt mir noch nicht so ganz. Zumindest läuft die Grundlagenproduktion. 10-mal Ersatzteile ist natürlich auch so eine Sache, da kannst du jetzt drüber streiten, ist das jetzt gut oder schlecht. Ich würde eher sagen, ist sauschlecht, aber wir haben noch nicht mal eine Krankenstation, das ist das Nächste. Eine Bar haben wir nicht. Wir haben so viele Sachen einfach nur nicht, dass wir gar nicht wissen, wo wir eigentlich anfangen können. Aber eine Krankenstation, finde ich, ist so ein Grundlagending. Ja? Eine Krankenstation zu haben, ist eigentlich viel wichtiger, weil wir haben zwar einen Arzt, aber der kann halt auch nur maximal arbeiten, wenn er funktioniert. Genauso wie mit einem Labor. Ein Labor ist genauso wichtig wie eine Krankenstation, denn nur da kriegst du natürlich auch die Sachen gefertigt. Und wir können vielleicht auch ein paar Törtchen noch herstellen, aber unsere Biologen jetzt schon immer noch am Limit. Das heißt, es wird wohl eine harte Nummer. Und da kommt der erste Biologe. Wunderbar. Ein Biologe mehr. Den können wir gerade wahnsinnig dringend brauchen. Ein Biologe mehr bei uns jetzt gerade. Wir haben Expansion erreicht. Der kann sofort frisch ans Werk gehen, ja, denn da gräbt es gerade wirklich wahnsinnig schlecht. Unser Energiespeicher hält sich. Gucken wir mal schnell, der Wind schaut gut aus. Über Nacht baut er wieder ein bisschen auf. Sonne ist jetzt weg. Aber Wind ist eigentlich immer ganz gut hier. 50 Energie, 25 nur Solar. Das heißt, Solar deckelt uns nur quasi. Wind ist eigentlich das, was wir haben wollen. Gut, aber wie gesagt, auch da müssen wir jetzt erstmal gucken. Erstmal einen Aufbau hinbekommen. Stück für Stück. Wohlergehen mittlerweile gut. Das ist in Ordnung. Das kann man so mal laufen lassen. So, und alles, was wir jetzt bauen, ist jetzt quasi Bonus. Ja, wir brauchen eigentlich auch dringend ein Lager, um unsere wertvollsten Teile, die Ersatzteile momentan, ein bisschen herzustellen. Gucken wir mal, die Moral hier steigert sich mittlerweile ohne Limit. Da kommt wieder ein Arbeiter rein. Hier, guck an. Geht gleich auch in die Mine. Fleißiger Typ ist das. Puh, okay. Der eine Bot, den wir haben, ist so Gold wert. Hier wird gerade gefrühstückt. Mal gucken, was haben wir da? Salatmahlzeit, wunderbar. Noch ein Salat, das ist sehr schön. Salat ist immer gut. Und der wächst ja auch hier schön. Sehen wir, Kartoffeln auch ein bisschen. Und hier liegt ja auch noch gut Nahrung. Der eine Bot kommt natürlich dann auch damit an seine Grenzen, das Ganze hier nachzuliefern. Auf dem Weg zu diesem Salatfeld. Ja, die Biologen, die sind wirklich die Ärmsten der Armen bei uns. Denn die müssen natürlich jetzt irgendwie gucken, dass alles hier läuft, ohne dass sie eigentlich was dafür können, ja, dass einfach so viel gebaut ist. Die müssen das jetzt alles so ein bisschen instand halten. Sie schaffen es natürlich auch ein bisschen. Es ist nichts ganz rot, aber vieles orange. Und das ist natürlich schlecht. Das ist ganz schlecht für uns. Aber wir kämpfen. Wir kämpfen weiter. Und in dem Fall
arbeiten wir momentan gerade mit beiden Arbeitern hier. Und einer ist noch zusätzlich in der Mine und da kommt nochmal was. In dem Fall noch eine Arbeitskraft. Der geht auch gleich in die Mine rein. Das ist hervorragend. Das ist so gut. Denn die Jungs, die brauchen wir einfach unglaublich dringend. Sonst können wir nämlich hier nichts machen. Das ganze Eck hier wird natürlich später mal abgerissen. Ist ja logisch. Ja, sind alles kleine Räume. Die können wir später nicht mehr brauchen. Die reißen wir stückweise ab. So, hier werden wieder nächsten Teile fertig. Das ist sehr gut. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Und vor allem wahnsinnig wichtig. Und was auch wichtig ist, wir müssen hier noch ein neues Bett reinbauen. Am besten machen wir den Raum gleich voll, damit unsere Leute auch anständig schlafen können. Aktuell haben wir ein freies Metall. Das ist schwierig. Okay, zumindest das läuft jetzt schon mal. Durch unseren Anbau von Maispflanzen im Biodom können wir jetzt auch zusätzlich noch mal ein bisschen Stärke gewinnen. Dauert allerdings, weil Stärke haben wir momentan gar nicht. Das ist auch so ein Ding, das hast du halt am Anfang ein bisschen wenig und dann später kannst du dich damit gar nicht mehr retten. Oh, da werden die ersten rot. Biologe, da kommt wieder was. Okay, da ist alles jetzt ein bisschen dabei, das ist sehr schön. Okay, die Produktion läuft jetzt echt gut gerade. Ich wünsche mir gerade nur ein bisschen mehr Biologen. Machen wir es mal so, wir brauchen gerade ein bisschen mehr Biologen. Und was mir auch Sorgen macht, ist, dass unsere Produktion hier nicht nachkommt. Wenn die Hunger kriegen, kriegen wir Riesenprobleme gerade. Das heißt, wir müssten eigentlich hier unten, oder sagen wir mal zumindest hier, müssten wir eigentlich einen größeren Futterbereich bauen. Biodom hat kein Wasser. What? Okay, habe ich gecheckt. Das ist eine Katastrophe. Das ist nicht nur eine mittlere Katastrophe, das ist eine Riesenkatastrophe. Wir haben zum Glück ein bisschen Metalle übrig. Das geht ganz schnell eigentlich. Aber das jetzt, ich meine, es rechnet sich gerade wieder runter. Aber das darf auf keinen Fall... Schneesturm! No! Mother of no! Alles aus! Es gibt gerade nichts, was wir außen machen müssten. Da kommt noch einer. Was bist du? Ein Ingenieur, glaube ich. Ich hoffe, es verletzt sich jetzt hierbei niemand. Und Schneesturm, verdammt nochmal! Wütender Schneesturm der nicht so ganz großen Liebe. Oh, und da hat sich ein Arbeiter, hat sich echt die Haxen gebrochen dabei. Okay, hier kommt gerade noch was. So, wir machen mal kurz die Schleuse aus, damit wir das reglementieren können. Strom hält sich. Wir haben auch wieder Metalle zum Arbeiten da frei. Das ist sehr gut. Das ist unbeschreiblich gut. Nahrung ist okay. Haben wir noch irgendwie Platz, hier noch was reinzubekommen? Nee, ne? Wir könnten höchstens eins machen und recyceln das hier. Und stellen hier nochmal einen auf. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Es hilft uns jetzt ein bisschen, einfach mehr Nahrung zur Verfügung zu haben. Okay, es ist alles online, es funktioniert alles. Ich finde, wir können das eigentlich mal so stehen lassen, meine Lieben. Die Krankenstation ist in Arbeit, wir bauen ein Labor mittlerweile, das ist auch in Arbeit. Wir produzieren erste Heilpflanzen. Wir haben sehr gut Nahrung mittlerweile auch vorrätig. Ich glaube, das können wir so lassen, meine Lieben. Bis zur nächsten Folge, habt eine wunderschöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube, ciao.